Nun also musste Timo Boll wieder ran. Bislang war es kein guter Tag für ihn. Ein paar Daten über Timo. Zweimal hatte Boll gespielt, zweimal verloren. Diese Bilanz wollte der Jungstar natürlich aufbessern, aber Håkansson ein ganz schwerer Brocken. Sehr, sehr stark zur Zeit. Der Schwede, der Danny heißt im ersten Match, klar beherrscht hatte. Er hatte Vorteile in diesem ersten Satz. Håkansson führte deutlich zu diesem Zeitpunkt 15:7 im ersten Satz. Ein sehr aggressiver Spieler. Håkansson, aber auch Boll versucht ja möglichst schnell die Punkte zu machen. Håkansson allerdings hatte entscheidende Vorteile. Hier sehen wir das, 20:13, klare Sache im ersten Durchgang. Und Håkansson nutzt gleich den ersten von ganz vielen Satzbällen. Wir hören mal rein bei Timo Boll. Mein Feeling, das ist ein Totsding. Bei Totsding, ja. Beide bisschen unter, beide unter. Boll wurde da beraten vom Kollegen Shu Zhenkai. Haben Sie verstanden, was der da empfohlen hat? Nicht schlimm, wenn Sie das nicht verstanden haben, denn auch Boll schien mit den Tipps des Mannschaftskollegen nicht so viel anfangen zu können. Aber er wehrte sich, der zweifache Jugendeuropameister und deutsche Meister 98. Er kämpfte, erhielt das Spiel jetzt ausgeglichen. Håkansson allerdings ließ sich nicht beirren. Er erkämpfte sich erneut Satz und damit Matchbälle. Beide ähneln sich ja in der Spielanlage. Gute Aufschläge, harte Vorhand-Topspins und eine Rückhand, mit der sie durchaus auch erfolgreich agieren können. Håkansson, das muss man sagen, dominierte über weite Strecken dieser Begegnung, wenngleich Boll, auch das war deutlich zu sehen im zweiten Satz, viel, viel besser war als im ersten. Aber da macht er den entscheidenden Punkt. Fredrik Håkansson gewinnt mit 21:19. Ein wichtiger Punktgewinn für die Gäste aus Ochsenhausen, die insbesondere im ersten Parkkreuz überaus stark waren. Håkansson ja noch im ersten Parkkreuz, aber bald nicht mehr. Die Gründe, die hören wir jetzt.